Küsten des Nordens. An der Schlei, einem Meeresarm der Ostsee, haben die Wikinger gesiedelt. Von der sagenumwobenen Stadt Heitabo sind sie zu ihren Beutefahrten aufgebrochen. Furchteinflößend ist das Unterwasserreich der Quallen. Filigrane Schönheiten und doch giftige Wesen. Es ist wirklich ein ganz stechender Schmerz. Und dann lässt das nach 2-3 Stunden auch wieder nach. Das ist das Schöne dabei. In Lübeck fährt ein Schiff wie einst zu Zeiten der Hanse. Als Vorlage diente ein Gemälde. Ja, man nennt es wohl experimentelle Archäologie. Man muss sich das vorstellen, als wenn man auf einem Flohmarkt einen Puzzle kauft von 1000 Teilen und wenn man es zu Hause auspackt, sind nur 100 da. Vom Marinehafen Eckernförde sticht ein U-Boot in See. An Bord ist auch eine Frau. Man muss ein dickes Fell haben. Man muss halt vielleicht ein bisschen bescheuert sein, um hier mitfahren zu wollen. Von die Küsten des Nordens führt heute von Flensburg über die Schlei nach Fehmarn, Lübeck und weiter zum Darß. Eine Bucht an der Ostseeküste, die Grenze zwischen Deutschland und Dänemark. Uraltes Wikingerland mit tiefblauen Fjorden und bewaldeten Inseln. Deutschlands nördlichste Stadt. Sie liegt am Ende eines weit ins Land ragenden Meeresarms, der Flensburger Förde. Flensburg ist eine Hafenstadt mit bewegter Geschichte, mal dänisch, mal deutsch und mit großer Schifffahrtstradition. Von hier brachen die Segler im 18. Jahrhundert in die Karibik auf, um das flüssige Gold Westindiens zu holen, den Rum. Vor 200 Jahren war Flensburg die Rumstadt Europas. In den kleinen Gassen reihte sich Rumhaus an Rumhaus, wo der Zuckerrohrschnaps gelagert wurde. Kaufmannskontore und Speicher prägen noch heute das Bild der Stadt. Die Firma Johansen ist einer der letzten Rumhersteller Flensburgs. Als Flensburg noch unter dänischer Herrschaft stand, da hatten die Dänen ja 3 Inseln im westindischen Raum. Und da durften die Flensburger auch hin segeln. Und dadurch kam auch der erste Rum 1755 nach Flensburg. Vor 130 Jahren gründete Martin Johansens Urgroßvater das Rumhaus. Der Destillateur führt es in 4. Generation. Wie früher kommt der rohe Rum auch heute noch aus der Karibik. Rum ist ja immer noch so ein bisschen anrüchig. Es ist halt ein reines Seefahrergetränk. Die einzelnen Rumsorten können nach Kakao, Kaffee, auch schon mal nach Ananas schmecken und riechen. Also das muss aber dann jeder auch für sich selber herausfinden. Der Rum, wenn er aus Jamaika kommt, das sind verschiedene Rumtypen, unterschiedliche Geschmacksträger. Und diese Rumsorten haben auch unterschiedliches Alter und werden dann zu einem neuen Rumtypen gemischt. Ja, sodass ein komplett neuer Geschmack entsteht. Vom Gesöff der Matrosen zur begehrten Spirituose. Das hochprozentige Zuckerrohrdestillat ist in reiner Form ungenießbar. Der Rohrum wird erst mit klarem Alkohol und Wasser verschnitten und so auf Trinkstärke herabgesetzt. Im Prinzip ist das Mischen der Rumdestillate das Geheimrezept, wenn man so will. Und anschließend noch mal ein paar kleine Abrundungen, die dazu kommen. Das sind die Geheimrezepte. Rum nach Flensburger Art. Wie man ihn herstellt, ist in der Familie Johansen vom Urgroßvater bis an den Urenkel weitergegeben worden.
Schon von Weitem strahlt es hell, das Wasserschloss Glücksburg. Die hohen Mauern und wuchtigen Türme spiegeln die Machtentfaltung der dänischen Könige, die hier residierten. Bis heute leben die Nachkommen der Herzöge von Schleswig und Holstein im Schloss. Es geht weiter nach Südosten an der Küste Angelns entlang. Die Region, von der bis 600 nach Christus ein heidnisches Volk auszog und Britannien eroberte, die Angel. Nach der Missionierung der nordgermanischen Heiden wurden in ganz Angeln Kirchen gebaut, wie hier in Neukirchen, direkt über der Steilküste. Von Schloss Gelting aus haben Generationen von Gutsherren die Landschaft Angelns geprägt. Die gesamte Geltinger Birk war einst Bauernland. Doch die Böden waren wenig fruchtbar und die Äcker wurden aufgegeben. Heute dürfen sie sich in Naturland zurückverwandeln. Hier leben Koniks, eine Wildpferderasse, die in der Steinzeit in ganz Europa verbreitet war. Nur in Polen haben sie überlebt, jetzt sind sie auch hier zu Hause. Rund 60 Wildpferde leben im Naturschutzgebiet Geltinger Birk nach ihrer eigenen Rangordnung in drei getrennten Herden. Nils Kobark hat das Naturschutzprojekt mit aufgebaut. Der gebürtige Kieler ist heute der Hüter der Wildpferde. "2002 kamen die ersten Vierbeiner aus einem Zuchtprogramm in Holland hierher. Sie sollen möglichst ungestört auf der Geltinger Birk wandern und den Boden natürlich pflegen. Die Birk hat auch an sich von der Landschaft schon eine Ausstrahlung, die beruhigt, die fasziniert. Diese Halbinsellage in der Ostsee, die unterschiedlichen Lichtsituationen, die vielen kleinen Lebensräume hier. Die Pferde haben wir hier ausgesetzt, weil wir ja hier auf ehemaligen Ackerland, Grünlandflächen sind. Wir wollen das Gebiet vernässen. Wir wollen das Gebiet aber nicht komplett zuwachsen lassen. Das Gebiet soll eine halboffene Struktur haben. Also es sollen Gehölze schon hochkommen, aber nur in einem gewissen Maß. Weil das ökologisch am interessantesten für diese Flächen auch ist. Unsere Pferde sind so wild, so frei wie irgend möglich. Deshalb sind sie also ganzjährig draußen. Sie haben auch keinen Stall hier, sondern die können bei uns in die Wälder gehen und sich bei Sturm und Regen dort Schutz suchen. Das machen die auch. Sie suchen sich ihre trockenen Flächen, wo sie liegen können. Mit ihrem gesunden Appetit vernichten die Koniks alles Unerwünschte. Binsen, Brennnesseln und Schilf. So können sich seltene Pflanzen wieder ansiedeln. Seinen Hund hat Nils Kobach im Auto gelassen. Die Koniks, die hier keine natürlichen Feinde wie Wölfe oder Bären haben, geraten leicht in Panik. Wörtlich übersetzt heißt Konik kleines Pferd. Die Ponys sind sehr robust und anspruchslos. Nils Kobach schaut, wie es ihnen geht. Der gelernte Landwirt und Biologe weiß inzwischen, wo die Tiere am anfälligsten sind. Er sucht das Fell nach Parasiten ab und prüft, ob die Hufe Risse haben. Nur bei schweren Erkrankungen oder zur Erfassung der Herden holt er einen Tierarzt. Die Tiere sind sehr menschenscheu, aber mittlerweile haben sie ihren stillen Freund akzeptiert. Ich habe eigentlich unglaubliche Angst vor Pferden. Und dann ist das natürlich schon faszinierend, wenn man dann so dicht mit den Tieren zusammensitzt und
Nach wie vor habe ich Angst, also ich reite ja auch nicht, aber ich bin es nicht gewöhnt. Ich habe mit Milchvieh gearbeitet und bin das Verhalten der Pferde nicht gewöhnt und die Reitpferde sind manchmal sehr hektisch, aber die Koniks sind irgendwie ganz anders. Die sind viel ruhiger, gelassener. Das fasziniert mich einfach an den Tieren. Abenteuer Geltinger Birk. Nils Kobach wollte eigentlich als Meeresbiologe die Südsee erforschen. Das Wildpferdeprojekt an der Ostsee hielt ihn zurück. Immer mehr Naturschutzorganisationen sind daran interessiert, von Nils Kobachs Konzept zu lernen. Heute früh am Morgen sind die Herden in Aufruhr. Freiwillige Helfer treiben sie in ein Gatter, wo sie erfasst und ihnen Blutproben entnommen werden. Einige der Tiere gehen als neue Herde in einen anderen Naturschutzpark. Wir haben ja eine große Farbenvielfalt bei uns. Wir haben fast weiße Tiere, wir haben schwarze Tiere, wir haben auch ein rötliches Tier. In der Regel sind sie eigentlich eher so grau. Aber die Pferde sind sehr schwer zu unterscheiden. Selbst wir, die also versuchen, möglichst einmal am Tag oder alle zwei Tage draußen zu sein, wir kennen nur bestimmte Tiere. Mit Nummern, besonderen Erkennungszeichen und Namen werden sie katalogisiert. Hinterher wird ihnen ein Chip eingesetzt, an dem sie wiedererkannt werden können. Ein Pferd nach dem anderen wird hier durchgeschleust und der Tierärztin vorgeführt. In so einer Situation sind Wildtiere unberechenbar. Das Problem ist hier, dieser Behandlungsstand, der ist ja nur provisorisch. Das ist für die überhaupt kein Problem, so 1,70 Meter, 1,80 Meter hier hochzusteigen. Ja, muss man hoffen, dass es 40 nichts bricht und vor allen Dingen, dass es nicht auf irgendjemand rauffällt. Die ausgesuchten Vierbeiner werden morgen umziehen. Solange bleiben sie im Gatter. Langsam kehrt wieder Ruhe ein auf der Birk. Viele waren anfangs skeptisch, als aus Ackerland ein Reservat für bedrohte Tiere und Pflanzen entstehen sollte. Diese ganze Vielfalt, diese Faszination, die die Natur ausmacht, da muss man eben auch die Ruhe haben oder auch die sich dafür öffnen, um das aufnehmen zu können. Von der Halbinsel Geltinger Birk ist es nur ein kleiner Sprung weiter nach Süden bis zur Steilküste von Kronsgard. Vorbei an den weiten Kornfeldern Angels. Die Region ist bis heute stark von der Landwirtschaft geprägt. Die Getreideernte auf den Cliffs ein gefährliches Manövrieren. Die Landschaft der Ostseeküste hat oft Künstler in ihren Bann gezogen. Klaus Fußmann hat als Professor für Kunst in Berlin gearbeitet. Doch ähnlich wie die Brückemaler, eine Gruppe von Künstlern, die sich dem Expressionismus verschrieben hatte, hinterließ die Küste Schleswig-Holsteins einen tiefen Eindruck, als er in den 70er Jahren hier das erste Mal Urlaub machte. Es gibt ja viele Bilder mit Meer, mit Wellen und immer wieder faszinierend. Dieses Wellengetöse und dieses Aufschäumende und die Kraft, die da ist. Der Maler ist in gewisser Weise auch ein Magier. Er muss die Magie, die er empfindet, auch wieder einfangen. Und wenn sie ihn verlässt, dann ist es nichts, dann ist es tot. Und er kann da gar nichts dran machen. Heute wohnt Klaus Fußmann an der Steilküste von Kronsgard. Fast täglich malt er im Sommer das Meer in immer neuen Variationen. Ob ein Bild gelingt, das weiß der Maler vorher nie. Die Malerei übertreibt ja. Sie muss übertreiben. Sonst ist sie ja hinter der Natur zurück sozusagen. Sie ist ja viel kleiner und viel armseliger als die gesamte Natur. Wenn Sie ein Fotoapparat nehmen und machen hier ein Foto von dem Meer, kriegen Sie es nie hin. Das sieht immer etwas luschig aus und etwas klein. Und da kommt dann die Sprache hinterher, dass man sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie schön es war. Aber es ist an dem Bild nicht zu sehen.
Klaus Fußmann will in seinen Bildern die in der Erinnerung verschwimmende Erscheinung einer Landschaft einfangen. Die Kunstwerke werden mit fünfstelligen Summen gehandelt. In seinen Gemälden sind Meer, Himmel und Wellen zu erkennen, nur sind sie jetzt auf Farbflächen vereinfacht. Die Natur wird aus Farben im Rechteck der Leinwand neu komponiert. Am liebsten in Kobaltblau und Indigo. Meer und Küste sind für Klaus Fußmann Metaphern für die Unendlichkeit der Natur. Was geschieht hinter dem grenzenlosen Horizont? Diese tausendstel Sekunde, wenn man da plötzlich eine Konstellation sieht und denkt, das ist es, das ist ein Bild, das könnte ich malen. Schleimünde. Hier beginnt der schönste deutsche Ostseefjord, die Schlei. Schon die Wikinger hatten die geschützte Einfahrt in den Meeresarm entdeckt. Gleich hinter dem Leuchtturm taucht die alte Fischersiedlung Marsholm auf. Da Marsholm ursprünglich eine Insel war, ist das Dorf auch heute nur über einen Damm zu erreichen. Von Schleimünde aus zieht die Schlei ihr blaues Band 42 Kilometer ins Landesinnere bis zur Stadt Schleswig. Vor der ersten Schleibrücke in Kappeln stehen Pfähle in seltsamer Anordnung im Wasser, der sogenannte Heringszaun, mit dem wie im Mittelalter Fische gefangen werden. Nur wenige Kilometer weiter, auf einer Halbinsel, liegt die Perle der Schlei, Arnis, mit nur 300 Einwohnern die kleinste Stadt Deutschlands. Fjordaufwärts taucht ein technisches Kuriosum auf, die Klappbrücke von Lindau-Niss, erbaut 1926. Einmal pro Stunde ist sie für 15 Minuten geöffnet. Sobald die Boote hindurch sind, klappt die Stahlkonstruktion langsam wieder zu. Zwischen Kappeln und Schleswig ist dies die einzige feste Verbindung über die Schlei. Über die Brücke fahren Autos und Eisenbahnzüge abwechselnd in einer Spur. Der Lauf der Schlei. Unverändert seit Jahrtausenden. Gegen 800 nach Christus drängen dänische Wikinger mit ihren Schiffen weit in diesen Meeresarm ein. Die versteckten Buchten sind ein idealer Stützpunkt für Handelsfahrten und Raubzüge. Am Ende der Schlei gründen die Wikinger die Stadt Haithabu. Noch heute sieht man den Ringwall, der sich im Halbkreis zur Schlei hin öffnet. 1000 nach Christus war dies die größte Stadt Skandinaviens. Innerhalb eines archäologischen Denkmals wurden mehrere Wikingerhäuser nachgebaut. Wenn wir vor 1000 Jahren an so einem Tag durchs Nordtor in die Stadt gekommen wären, dann hätten wir das Hämmern aus den Schmieden gehört. Weiter unten das Stimmengewehr der vielen Bewohner von Haithabu, die zum Hafen runtergehen, die ihren täglichen Geschäften nachgehen, die vielleicht nur einen Abfalleimer im Hafenbecken entleeren wollen oder die runtergehen, wenn frisch angekommene Schiffe da sind, zu gucken, was für Waren die mitbringen. Die meisten Einwohner von Haithabu lebten vom Handwerk. Reich wurden nur die, die Handel trieben, Waffen und edle Stoffe, Bernstein, seltene Pelze, aber auch Menschen. Haithabu war der größte Sklavenmarkt Nordeuropas. Mich fasziniert an der Welt der Wikinger, dass sie eigentlich Menschen waren wie du und ich,
Da gab es klar die Raufbolde, die losgefahren sind auf Wickfahrt, um sich zu bereichern und wohlhabend zurückzukehren. Aber es gab genauso den vorsichtigen, etwas ängstlichen Handwerker, der lieber hier in Heiterbu seine Kämme hergestellt hat, als dass er da das große Abenteuer auf See gesucht hat. Reinhard Erichsen, der Wikinger von Heiterbu, bringt seinem Enkel die Kunst des Bogenschießens bei. Nach Wikingerart versteht sich an einem Wildschwein. Der gelernte Tischler ist ein Meister im Wikingerbogenschießen. Mit Kraft und Anmut führt er den selbstgefertigten Langbogen. Dieses ist jetzt eine handgeschmiedete Kriegsspitze aus der Wikingerzeit, nadelförmig, um Kettenhemden oder Rüstungen zu durchschlagen. Und los geht's. Enkelsohn Tore und Tochter Anne mit der kleinen Ronja lernen auf ihrer Zeitreise, wie die Wikinger vor 1000 Jahren gelebt haben. Dazu gehörten Götter wie Odin und Thor, aber auch Dämonen und Zauberer. Nahe Heiterbu lag einst ein magischer Ort. Dort fanden Bauern aus der Gegend vor mehr als 200 Jahren einen Runenstein. Aufgestellt wurde er von Königin Asfrid für ihren gefallenen Sohn Sigtrygg. Königin Asfrid und ihr Mann, König Knuba, waren schwedische Wikinger, die um 930 nach Christus hier herrschten. Dass dieser Stein von einer Frau aufgestellt wurde, das ist eben bezeichnend, dass die Frau in der Wikingerzeit schon sehr gleichberechtigt war. Und die Frau ist eben auch die Hüterin des Hauses, was eben oft bei der Hausherrin kundgetan wird, dass sie den Schlüssel für die Vorratskammer trägt. Und da muss selbst der Hausherr fragen, ob er da mal etwas raus haben darf. Nur so ein kleines Stück, das kannst du in die Butter tun. Das Glück von Heiterbu währte nur kurz. Von Slawen geplündert, wurde die Stadt im Jahr 1066 von ihren Bewohnern verlassen und geriet in Vergessenheit. Wir als moderne Menschen, wir entfernen uns immer weiter von der Natur. Und trotzdem bleibt ja diese Sehnsucht in uns, wieder nahe in der Natur zu sein. Alleine diese Landschaft um sich zu haben, die ja unverändert seit der Wikingerzeit eigentlich ist. Und das ist schon spannend. Auf der anderen Seite der Schlei entsteht nach dem Untergang Heiterbus ein neues Machtzentrum, Schleswig. Noch heute eine wichtige Stadt in der Region mit einem historischen Viertel, das bis ans Wasser reicht. Schloss Gottorf. Hier herrschten über Jahrhunderte die Herzöge von Schleswig und Holstein. Einige von ihnen waren zugleich dänische Könige. Gottorf war zeitweise ein eigener kleiner Staat, der Gelehrte und Künstler aus Europa anzog. 1637 leistete man sich sogar einen Barockgarten. Über Land geht es von der Schlei wieder zur Ostsee nach Eckernförde. Unter den roten Ziegeldächern leben 23.000 Menschen. Und im Sommer finden sich an den Stränden der Eckernförder Bucht mindestens ebenso viele Badegäste ein. Wenn im Sommer die Ostsee von Monat zu Monat wärmer wird, tauchen im Badewasser vor dem Strand eigenartige Wesen auf.
Korallen. Seit mehr als 500 Millionen Jahren leben sie in den Gewässern der Erde. 200 Arten gibt es auf der Welt. Quallen sind für den Menschen nur im sogenannten Medusenstadium sichtbar, wenn sie durch das Wasser schweben und Larven abgeben, aus denen neue Medusen entstehen. Sie bestehen zum Großteil aus Wasser. Gefürchtet wegen ihrer gefährlichen Tentakel ist die rote Feuerqualle. Viele ekeln sich davor und für manche sind das einfach faszinierende Schönheiten. So filigran, so langsam, wie die sich bewegen. Also das ist echt ein Traum. Es ist einfach so ein Gefühl. Es ist halt alles viel langsamer. Wenn man da abtaucht, ist ja auch erstmal so ein, die Uhren werden zurückgedreht. Es wird alles ist langsamer, ruhiger. Und das kommt vielleicht auch dieses Gefühl davon, dass es bei den Quallen alles so ein bisschen, ja, wenn man die anfasst, dass es einfach eine Ruhe ausströmt. Schon seit Sandra Pibjorka als kleines Mädchen bei den Seepfadfindern ihre erste Qualle gefangen hat, ist sie fasziniert von den Unterwasserwesen. Feuerquallen nutzen das Nesselgift ihrer bis zu 30 Meter langen Tentakel zum Beutefang. Das Gift betäubt kleine Fische, die dann langsam verdaut werden. Es wirkt sogar durch die feinen Nahtstellen des Taucheranzugs. Wenn man so genesselt wurde, fühlt sich das im ersten Moment an, als wenn jemand wirklich so mit so einer kleinen Rasierklinge einschnitzt, die Haut. Also es ist wirklich ein ganz stechender Schmerz. Und dann lässt das nach 2-3 Stunden auch wieder nach. Das ist das Schöne dabei. Aber wenn das zu viel wurde, wenn man jetzt wirklich am ganzen Körper oder große Flächen genesselt wurde, dann kann das auch sein, dass man einen Schockzustand bekommt. Im Eckernförder Hafen geht Sandra Pibjorka am liebsten auf Jagd nach ihren Medusen. Im Sommer treiben die Quallen zu Abertausenden mit Wind und Wellen in die Buchten der Ostsee. Sie sammeln sich vor allem an den Stränden und in den Hafenbecken. Die größten Schwärme bildet die ungefährliche Ohrenqualle. Sandra Pibjorka erforscht das Fressverhalten und die Fortpflanzung der Lebewesen. Männliche Tiere stoßen Samen ins Wasser, weibliche ihre Eizellen. Die Befruchtung erfolgt im Vorbeischweben. Quallen könnten die Gewinner des Klimawandels sein. In den aufgeheizten Meeren gedeiht ihre Leibspeise Plankton besonders gut. Und da sie auch gerne Fischlarven fressen, vernichten Quallen allmählich die Bestände ihrer Nahrungskonkurrenten. Je weniger Fische, desto mehr Plankton für die Quallen. Quallen sind mehr als nur lästige Wesen im Wasser. Ohne sie funktioniert das Ökosystem des Meeres nicht. Sie sind so ein bisschen die Umweltpolizei, die Müllschlucker. Weil alles, was krank ist, was zu viel ist, das nehmen sie uns ab. Wenn wir jetzt Gebiete haben, wo wir viele Nährstoffe ins Wasser bringen, dann haben wir viel Plankton, zu viel Plankton teilweise. Und das nehmen sie uns ab, sodass viele Gewässer halt eben nicht umkippen. Vielleicht schreiben Quallen ein neues Kapitel der Evolution und treten somit die Herrschaft über das Ökosystem Meer an. Erst vor wenigen Jahren in der Ostsee aufgetaucht ist eine Rippenquallenart, fast durchsichtig. Die kleinen Tentakel glitzern bei Berührung selbst im Dunkeln. Die Rippenqualle ist wegen ihrer Schönheit Sandra Pibjorkas Lieblingsqualle. Sie kam wahrscheinlich als Einwanderer im Ballastwasser von Tankern aus dem Kaspischen Meer in die Ostsee. Ein gieriger Fischlarvenfresser. Gemeinsam mit den heimischen Ohrenquallen ist das zu viel für die Ostsee. Sie friert im Winter nicht weg. Die Winter sind zu mild. Und dadurch ist sie jedes Jahr immer wieder da und kann sich innerhalb von 2 Wochen reproduzieren. Und das heißt, wir haben ganz, ganz schnell wieder ganz viele von diesen wunderhübschen, bösen Rippenquallen, auch Kaspisches Monster genannt. Musik.
Statt Nemo finden im Kino, Quallen streicheln im Schaubecken. Wenn Sandra Pibiorka mal keine Quallen für ihre Studien fischt, gibt sie ihr Wissen im Ostsee-Infocenter an Besucher weiter. Deswegen ist das nämlich die Mama, weil sie die roten Eier da dran hat. Und viele Leute denken ja wirklich, das ist schon eine Feuerqualle, ne? Und das hier, das ist der Papa, der hat keine Eier. Der ist nur ganz schlicht lila. Dieses Filigrane, dieses Schöne, dieses Intensive einfach. Ohne dieses Meer, ohne die Ostsee könnte ich gar nicht leben. Es ist die Grundlage, es ist mein Leben. Meerjungfrauen und Seepferdchen. Die Eckernförder Bucht steckt voller Überraschungen. Und so mancher Bauer hat hier seine Wiese märchenhaft vergoldet mit einem Plätzchen am Meer für jedermann. Eckernförde ist aber auch ein großer Militärhafen und Heimat des deutschen U-Boot-Geschwaders. Hier liegen Vergangenheit und Zukunft an einer Pier nebeneinander. Ein altes Diesel-U-Boot und U-32, ein neues mit Brennstoffzellenantrieb, das wochenlang unter Wasser bleiben kann. Es ist früher Morgen, Mannschaftsappell. Raus, aufgepasst, die Satzung 32 stillgestanden. Auf Manöverstation. Auf Manöverstation. U-32 ist eines der modernsten U-Boote der Welt. Zur Mannschaft gehört eine Frau, Obermaat Caroline Peters. Wenn man neu an Bord kommt, ist man natürlich erstmal ein bisschen geschockt so von dem Ganzen. Man muss ein dickes Fell haben. Man muss halt vielleicht ein bisschen bescheuert sein, um hier mitfahren zu wollen. Vorleine los und ein! Der Platz von Caroline Peters beim Ablegen ist das Oberdeck. Beim Auslaufen montiert sie, sicher angeleint, alle Aufbauten ab, damit der Kapitän den Tauchgang einleiten kann. Bei nur 28 Mann Besatzung muss jeder U-Boot-Fahrer mehrere Jobs verrichten. Man fährt dann halt im 4-Stunden-Turn, das heißt 4 Stunden arbeiten, 4 Stunden schlafen. Ich arbeite an Oberdeck, an der Leine. Ich habe unten den Torpedorohrsatz. Ich arbeite auch an der Konsole und auf der Brücke. Am liebsten bin ich Ausguck. Also oben auf Brücke stehen, Ausguck gehen, sehen, wo man hinfährt, das ist am besten. U-32 taucht beim Manöver vor Eckernförde ab. Das 1500 Tonnen schwere U-Boot hat unter Wasser eine Geschwindigkeit von 20 Knoten, so schnell wie ein großes Frachtschiff über Wasser. Im Falle eines Falles werden die Torpedos von hier aus gesteuert. Der Wasserstoffantrieb ermöglicht es U-32, 2 Wochen lang ununterbrochen unter Wasser zu bleiben. Ein Rekord, denn bis 2006 gelang dies nur Atom-U-Booten. Bis zu 400 Meter tief taucht das Boot hinab. Caroline Peters hat hier eine wichtige Funktion. Sie horcht die Unterwasserwelt der stark befahrenen Ostsee nach Schiffen und Hindernissen ab. Als Sonarmaat ist sie das Ohr des Bootes. Eine Frau allein unter 27 Männern, tagelang auf engstem Raum. Sogar das Bett teilt sie im Wechsel mit einem Kameraden. Privatsphäre gibt es auf einem U-Boot nicht. Ich bin ja hier oben groß geworden, an der Nordseeküste. Ich wollte gerne zur Marine, halt, um halt auch mal was von der Welt zu sehen, halt mal rauszukommen.
sein Geld auch damit verdienen zu können. Man sieht ja auch immer diese U-Boot-Filme, das Boot. Und dann habe ich gedacht, mal gucken, ob das klappt. Und es hat geklappt. Da bin ich froh drüber. U-32 ist auf der Fahrt ins Mittelmeer. Erst in 4 Monaten wird das Boot wieder die heimatlichen Gestade, die deutsche Ostseeküste, erreichen. Von Schweden und Norwegen pendeln täglich die großen Fähren nach Kiel. Kiel ist der führende Fähr- und Kreuzfahrthafen in Deutschland. Im Sommer liegen mitten in der Stadt bis zu 6 Schiffe gleichzeitig an den Terminals. Das Ehrenmal von La Boe wurde 1927 zum Gedenken an deutsche Marinesoldaten gebaut, die im Ersten Weltkrieg auf See geblieben sind. Heute erinnert es an gefallene Seefahrer aller Nationen. Südlich der Kieler Bucht beginnt die Halbinsel Wagrien. Die Steilküste ist hier noch so ursprünglich wie zur Zeit der ersten Besiedlung durch die Slawen um 700 nach Christus. An dieser Steilküste lebt Birgit Rautenberg-Sturm. Sie hat einen besonderen Weg gefunden, die Geschichte ihrer Heimat und der Seefahrt als Druckgrafik zu erzählen. Jeder Künstler sucht sich das, wo er sich am wohlsten fühlt und was für ihn einfach eine Wichtigkeit hat. Ich kann mich nun nicht mit dem Aquarellpinsel an die Küste setzen. Das ist schön, aber das bin ich eben nicht. Ich brauche das handfester, damit ich rundlaufe. Das mir arbeitet vor und ich gucke, was ich da draufsetzen kann, und um die Sache dann rund zu kriegen. Die Künstlerin versenkt in Leinwand eingenähte Metallplatten im Meerwasser. Lässt sie dort viele Monate ruhen und vom Salz der Ostsee anfressen. Das sind die Radierplatten, die sie später im Atelier für den Druck verwendet. Wind und Wellen sind ihre Gehilfen. Sorgfältig werden neue, noch jungfräuliche Platten poliert und in Segeltuch eingeschlagen. In unserer Familie haben sie eigentlich alle gesegelt. Oder sie sind richtig zur See gefahren. Von Kapitänen, Lotsen, war auch mal ein Steward dabei. Meine Großmutter soll ja angeblich die erste Frau gewesen sein, die in Bremen beim Segeln Hosen getragen hat. Das fand ich schick. So bin ich da auch reingewachsen und kann mir auch so ein Leben ohne Wasser nicht vorstellen. Mit ihrem Mann Uwe restauriert die Grafikerin historische Segler. Heute geht es mit einem der Schiffe hinaus in die Fahrrinne der Kieler Bucht. Birgit Rautenberg-Sturm will das Unsichtbare zeigen. Turbulenzen im Wasser und Schiffsschrauben werden ihre Muster prägen. So will sie den Schiffsverkehr als Oxidationsspur auf ihren eingenähten Platten festhalten. Nur an bestimmten Stellen außerhalb der Hauptrouten darf sie ihre Seeplatten versenken und sie muss sie auf dem Meeresboden ablagern. Für jede Platte wird eine Boje gesetzt, aus Sicherheit für die Schifffahrt und zum Wiederauffinden der Kunstwerke. Meine erste Versenkung habe ich 1999 gemacht. Da sind wir nach Norwegen gesegelt, bis nach Bergen rauf. Und da habe ich eine Platte mitgenommen und habe die eingenäht, auch in Stoff. Und habe die in jedem Hafen über Bord gehängt. Die sollte eigentlich nur diese Reise festhalten. Die Muster, die das Meer hinterließ, brachten die Kielerin dazu, den Schwerpunkt ihrer Druckkunst auf die Abbildung der Küstengeschichte zu legen. Für ihre Arbeit verwendet die Künstlerin Platten aus Zink, einem Metall, das schon lange im Schiffsbau eingesetzt wird.
Die haben an allen Schiffen Zinkanoden, damit die kostbaren Teile des Schiffes nicht angefressen wird. Die Schraube darf nicht angefressen werden und auch die Nägel oder so. Also hat man, um die Korrosion ein bisschen abzuwenden, setzt man Zinkanoden daran und das sind Opferanoden. Und so eine Platte, eine Zinkplatte, ist ja dann eigentlich auch nichts anderes. Wie wird die Platte aussehen? Welche Muster hat das Meer darauf geschrieben? Und welche Botschaften erkennt die Künstlerin darin? Ich bin mir ganz sicher, dass all das, was da unter Wasser passiert, was diese Platten sehen, was sie erleben, dass das da eingraviert wird. Und diese Löcher, die da eingefressen sind, die hat das Meer mir geschenkt. Und ich nehme sie und mache sie dann sichtbar. Das Korrosionsmuster des Meeres ist nur der Untergrund eines Bildes und muss durch Gedanken und Gefühle veredelt werden. Birgit Rautenberg-Sturm bringt konkrete Poesie dazu, die ihr Leben in der Kunst spiegelt. Von der Kieler Außenförde geht es weiter zu einer der schönsten Landschaften an der Ostseeküste, der holsteinischen Schweiz. Und dann nach Fehmarn. In der holsteinischen Schweiz steht auf einem der vielen bewaldeten Hügel, 130 Meter über dem Meer, der Hessenstein. Ein Aussichtsturm aus dem 19. Jahrhundert. Errichtet durch die Landgrafen von Hessen. In dem riesigen Forstrevier leben mehrere Rudel Dammwild in freier Wildbahn. Unterhalb des Hessensteins, eingebettet in einen englischen Park, präsentiert sich das mehr als 500 Jahre alte Gut Panker. Hier residieren bis heute die Landgrafen von Hessen, ein mächtiges Adelsgeschlecht aus dem 13. Jahrhundert. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges ist Gut Panker auch die Heimat der Trakehner, eine Pferderasse, die früher vor allem in Ostpreußen gezüchtet wurde. Vor dem Städtchen Heiligenhafen liegt im Meer der Graswader, eine Lagunenlandschaft, die seit 1500 Jahren unaufhörlich parallel zur Küste wächst. Redgedeckte Häuser säumen den Strand des Graswader, aufgereiht wie an einer Perlenschnur. Nach Sylt werden hier die höchsten Grundstückspreise Schleswig-Holsteins bezahlt. Die Nährung des Graswader ist für Brut- und Rastvögel, wie die Brandseeschwalben, ein wichtiger Rastplatz auf ihrer jährlichen Zugstrecke. Sichtweite, die Fehmarnsundbrücke. Kleiderbügel wird die Stahlkonstruktion von den Einheimischen genannt. Die Bogenbrücke überspannt den 1300 Meter breiten Fehmarnsund. Die Überquerung ist ein wichtiges Teilstück der sogenannten Vogelfluglinie, der Fernverkehrsstrecke zwischen Hamburg und Kopenhagen. Fehmarn. Nach Rügen und Usedom die drittgrößte deutsche Ostseeinsel. Die ersten Menschen, die hier siedelten, waren Rentierjäger und Fischer. Hier liegt weithin sichtbar der Leuchtturm von Staberhug, der jüngste Leuchtturm der Insel. Er wurde besonders massiv gebaut aus Backstein, denn er bekam 1903 kein gewöhnliches Leuchtfeuer, sondern das Gusseiserne des Helgoländer Leuchtturms.
Unter dem Leuchtturm geht ein Mann einem ganz besonderen Jagdfieber nach. Man benutzt andere Sinne, achtet mehr auf sein Gehör. Man hört die Fische springen, an der Oberfläche schmatzen, wie sie die Köder aufnehmen. Selbst von kleinen Fischen spürt man jeden kleinen Zupfer und merkt, da war was. Ist das ein sehr feines Fischen, was ich mache, das Fliegenfischen? Das war immer meine Idee, mit möglichst leichtem Feingerät einen Fisch zu fangen. Das fing in Kindheit wie bei allen an, mit einem großen Blei und einer großen Angel und Würmern. Und jetzt habe ich hier eine Rute, die wiegt 100 Gramm und eine Rolle 200 Gramm. Und mit einer so kleinen Fliege einen Fisch zu überlisten, da ist der Reiz in der ganzen Geschichte. Echte Fliegenfischer binden ihre Köder selbst. Denn die Fliegen, oft bunte Fantasiegebilde, sind der Schlüssel zum Erfolg. Sie bestehen aus Federn, Fuchshaaren und synthetischen Fasern, möglichst auffällig gefärbt, um die Fische zu verführen. Ein ganzes Arsenal an Ködern entsteht so im Bastelkeller von Stefan Nölting. Bei gutem Wetter verbringt er jede freie Minute am Meer, ausgerüstet wie ein Krieger von einem fernen Stern. Stefan Nölting ist auf Fehmarn geboren. Er weiß, dass die ersten Menschen auf der Insel nur vom Fischfang lebten. An der steinigen Küste von Staberhug hätten sie mit ihren Netzen wenig Chancen gehabt. Seit 30 Jahren fische ich hier. Ich kenne hier jeden Stein im Wasser und vorm Wasser. Die ganze Fischerei ist Erholung pur. Es ist der Gegensatz zu Computer, Fernsehen, PlayStation, alles, was es gibt. Back to the roots. Eleganz und Können. Jahrelanges Training mit der Fliegenrute ist nötig, um den leichten Köder punktgenau gegen den Wind zu werfen. Fliegenfischer benutzen kein Blei. Die Schnur selbst ist das Gewicht, um den Köder auf Entfernung zu bringen. 20 bis 25 Meter weit gleitet sie ins Wasser. Denn erst hier beginnen die Seegraswiesen, die den Meerestieren perfekte Tarnung bieten. Viele Fische, die vom Atlantik in die Ostsee schwimmen, kommen so dicht an Fehmarns Küste, an Staberhoog, vorbei. Doch nur mit dem Fang einer Meerforelle ist das Jagdfieber des Fliegenfischers gestillt. Auf sie hat es Stefan Nölting vor allem abgesehen. Die Fliegen für diesen Fisch müssen daher besonders gut sein. Ich bin der Meinung, die Augen spielen eine wichtige Rolle, weil mir gerade die Meerforelle auf Sicht jagt. Und deswegen sind große Augen immer schön. Das sehen die Fische, meine ich. Die Jahreszeit ist günstig. Das Wasser wird wieder kälter und es weht nur ein leichter Wind. Ab Herbst sind Meerforellen besonders gefräßig, weil sich das Nahrungsangebot im Meer drastisch reduziert. Ist er, der Biss der Meerforelle. Der Kampf beginnt. Es ist nur ein kurzes Aufbäumen. Sitzt der Haken richtig, hat der Fisch keine Chance mehr. Ganz langsam holt Stefan Nölting die Schnur ein, damit sie nicht reißt oder sich an einem Stein verhakt. Die Meerforelle ist der Fisch, der 1000 wirft. Anfänger fangen meistens nach 3 Würfen schon ein und sind dann infiziert. Und dann warten sie ein Jahr, bis sie den nächsten Fisch fangen. Also ich bin da nicht so fischfixiert und muss für meine aufgebrachte Zeit nun auch unbedingt Fisch nach Hause bringen. Meine Familie freut sich über jeden Fisch, den ich fange. Und der wird auch gerne gegessen, auch in verschiedenen Variationen. Aber es steht nicht an erster Stelle. Fehmarn, Eldorado der Fliegenfischer. Für Stefan Nölting ist jeder Tag am Leuchtturm von Staberhoog ein Geschenk. Er war noch nie länger als eine Woche weg von seiner Insel.
Auch wer den Kick in der Geschwindigkeit sucht, findet an der Ostsee sein Abenteuer. Manche bleiben deswegen ein Leben lang auf der Insel hängen. Wie diese beiden Männer, die zusammen 140 Jahre auf die Bretter bringen. Die Zwillingsbrüder Manfred und Jürgen Czaczula. Schon vor 40 Jahren sind sie hier auf den Wellen geritten. Eine Stunde Windsurfen, das ist ein Feeling, als wenn du mindestens 3 Joints am Tag rauchst. Mehr brauchst du nicht. Dann bist du auch mit der ganzen Welt wieder zufrieden. Alle deine ganzen Ängste und die Rentenzahlung und Versicherungszahlung gerät alles ins Stocken. Ja. Weil du nicht mehr dran denkst. Du fährst und fährst. Und wenn dich nicht einer aufhalten würde, dann würdest du weiterfahren. Sie sind Deutschlands Windsurf-Pioniere. Mit ihrem Tandem-Surfbrett haben sie nahezu alle Gewässer der Welt befahren und können bis heute nicht vom Wasser lassen. 1975 überquerten die Zwillinge als erste gemeinsam auf dem Brett den Ärmelkanal. Sie zählen zu Norddeutschlands Legenden. Während andere mit 70 ans Altersheim denken, haben die Czaczulas bei jeder Windstärke das Segel fest in der Hand. Je stärker der Wind, umso besser ist der Zusammenhalt der Knochen. Manfred und Jürgen Czaczula wurden mit Elbwasser getauft. Sie sind gemeinsam zur See gefahren, haben zur gleichen Zeit Familien gegründet und haben sich zur selben Zeit scheiden lassen. Jetzt leben sie zusammen auf Fehmarn. Die Insel gibt uns etwas Abgeschiedenheit von der übrigen Welt. Deshalb ist es auch immer schön, ich finde den Ausdruck wunderbar, wenn wir sagen können, ich fahre mal eben nach Europa. Und über die Brücke dann. Ne? Ja, ja. Die Czaczulas haben jahrelang in der Karibik gelebt und von dort den Calypso, den afro-karibischen Tanzrhythmus, mitgebracht. Sie waren schon immer liebenswert verrückt und sind es geblieben. In einem Altersheim würden die sagen, die haben eh einen Klaps. Das machen wir nicht mit. Die sind ja bescheuert. Ja. Also stelle ich mir das vor. Ja. Na, oder wiederum auch einige von den Insassen würden sogar erfreut sein, wenn die auf dem Tandem mitfahren dürften. Ach so. Ja, ja, klar. Noch ein das heißt, dann müssen wir überlegen, ob die mit Rollstuhl raufpassen. Von Fehmarn führt die Route über Niendorf nach Lübeck, der Königin der Hanse. Auf dem Weg nach Süden taucht wieder die Küste des Festlandes auf. Bauernland mit uralten Dörfern wie Siggen-Eben. Timmendorfer Strand ist im Sommer bis auf den letzten Quadratzentimeter belegt. Der längste Strand an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Nur wenige hundert Meter weiter findet man noch authentisches Küstenflair im Hafen der Niendorfer Fischer. In den kleinen Buden verkaufen die Fischer ihre Ware fangfrisch. Meereschen, Steinbutt und Scholle sind hier besonders beliebt. Moin.
Fischermilieu am Hafen arbeitet Johanna Ortmann, eine Töpferin. Sie ist hier aufgewachsen und schon ihr Vater hat hier auf gleiche Weise sein Geld verdient. Mein Vater wollte eine neue Töpferei aufmachen. Und das war so eine halb verfallene kleine Hütte. Ein halbes Dach, halber Boden drin, also was ganz Uriges. Dann hat er sich überlegt, Fischereihafen. Hier ist auch im Sommer, ist ja nicht ganz abgelegen. Und die hat er bekommen. Und dann hat er sich die aufgebaut als Werkstatt. Heute ist Johanna Ortmann die Hafentöpferin von Niendorf. Gelernt hat sie das Handwerk von ihrem Vater. Nach ihrer Ausbildung übernahm sie seine Werkstatt. Vor Arbeitsbeginn besucht Johanna Ortmann die Fischerfrauen, die sie seit ihrer Kindheit kennt. Sonny, Kaffee. Dankeschön. Es ist uriges Handwerk und uriges Handwerk. Gefischt haben die Leute auch schon vor Urzeiten und getöpfert haben sie auch schon vor Urzeiten. Mehr oder weniger gut, aber sie haben es auf jeden Fall schon getan. Johanna Ortmann ist neben der Drehscheibe groß geworden. Sie übt das Handwerk in vierter Generation aus. Schon ihr Urgroßvater hat von der Tonverarbeitung gelebt. Wasser immer wichtig, Wasser, damit es schön gleitet, damit es auch nicht stockt. Und zentriert ordentlich, dass es rund läuft und nicht wellig läuft. Jedes Gefäß trocknet und brennt die Hafentöpferin im Ofen. Nur so nehmen die Behältnisse Flüssigkeiten auf, ohne wieder zu feuchter Tonerde zu werden. Ich bin keine Künstlerin, ich bin Handwerker. Klare Form, man soll es benutzen können. Das vor allen Dingen, wenn es dann auch noch nett aussieht, ist natürlich ein schöner Pluspunkt. Ich will einen ordentlichen Pott machen, der seinen Sinn erfüllt, der gut aussieht. Wer nach Niendorf kommt, kann Johanna Ortmann bei der Arbeit zuschauen. Die Tür zur Töpferwerkstatt steht immer offen, sogar nachts. Dann läuft der Brennofen für die Glasuren. Erst bei über 1000 Grad Hitze entstehen Farben und Glanz. Braun ist ja eigentlich das, was man häufig sagt, Keramik. An der Küste, mit Wasser und Himmel und Grün und alles, da kommt man mit Braun nicht weit. Das muss nicht sein, das ist so erdig, das passt nicht ganz zum Meer. Und dann wird man halt farbiger. Türkis, Blau, Gelb, Farben, die eher ans Meer passen. Helle, schöne, freundliche Farben. Von der Niendorfer Bucht geht es landeinwärts. Zehn Kilometer von der Küste entfernt taucht sie aus dem Dunst auf. Lübeck, die Stadt der sieben Türme. Zu Hansezeiten eine der bedeutendsten Handelsstädte Nordeuropas. In dieser goldenen Zeit entstand die Altstadt. Hier wurde ein mächtiger Wirtschaftsbund geschmiedet, die Hanse. Prunkvolle Gebäude zeugen noch heute von dieser Epoche und verschafften Lübeck den Eintrag als UNESCO-Weltkulturerbe. Der Handel mit Salz hatte Lübeck, die Königin der Hanse, mächtig gemacht. Die Hanse organisierte und beherrschte den Handel von England bis nach Russland. Mehr als 300 Städte gehörten dem Verbund an. Ihre Wappen zieren bis heute das Rathaus. In ihrer Blütezeit war die Hanse so mächtig, dass sie Blockaden gegen Königreiche verhängen konnte, um ihre Interessen durchzusetzen. Reichtum erlangte die Hanse durch ihre Schiffe.
Der Seeweg war die bevorzugte Handelsroute, weil man zu Wasser schneller als an Land große Mengen an Waren transportieren konnte. Ab dem 12. Jahrhundert wurden zum Transport Segler genutzt, die nur einen Mast hatten, die Koggen. Sie konnten bis zu 200 Tonnen Last befördern. Auf der Ostsee fährt heute wieder ein solches Schiff. Eine Krawel, die Weiterentwicklung der Kogge mit 3 Masten. Kapitän Charlie Brüser baute das Hanseschiff mit Gleichgesinnten nach, inspiriert von einem Grabgemälde aus dem Mittelalter. In der Marienkirche in Lübeck ist ein Epitaph aus dem Jahre 1489. Da sieht man im Vordergrund, stark stilisiert, wie es die Kunstform jener Zeit zuließ, eine Krawel, die auf einem Felsen gestrandet war. Das sogenannte Bergenfahrer-Votivbild wurde zum Gedenken an eine Schiffskatastrophe angefertigt. 500 Jahre später diente es Charlie Brüser und den Schiffsbauern als Konstruktionsvorlage. Das Ölgemälde liefert wichtige Informationen über die Takelage, die Aufbauten und die Rumpfform der Krawel. Ja, man nennt es wohl experimentelle Archäologie. Man muss sich das vorstellen, als wenn man auf einem Flohmarkt ein Puzzle kauft von 1000 Teilen und wenn man es zu Hause auspackt, sind nur 100 da. Und dann muss man halt die Lücken, die da entstanden sind, ausfüllen mit einem Farbstift und gewinnt nach und nach ein Bild von der Größe, von der Breite, von der Länge, von der Höhe der Masten und so weiter. Das Votivbild musste den Schiffbauern genügen, denn kein einziges vollständiges Wrack einer Krawel ist gefunden worden. Wir mussten also ganz von vorne anfangen. Und das dauert schon eine ganze Zeit, aber wir haben es geschafft. Und wie man ja nun gesehen hat, läuft das Schiff. Es segelt hervorragend. Selbst die Kanonen funktionieren im Nachbau des Schiffes, das nach einer Mäzenin auf den Namen Lisa von Lübeck getauft wurde. Die Krawel ist voll hochseetauglich. Charlie Brüser hat sie schon bis nach England gesteuert und dabei sogar Stürme überstanden. Also das war eine Überraschung, dieses Schiff zum ersten Mal zu steuern. Wir haben ja auch ein paar moderne Instrumente, die uns genau die Windrichtung anzeigen. Nicht nur wie früher, dass man sich an den Flaggen orientiert. Aber es verlangt natürlich Manneskraft, oder wie man heute so sagt, Manpower. Denn wir fahren, wenn wir solche Versuche fahren oder wenn wir überhaupt mit dem Schiff ordentlich segeln wollen, brauchen wir mindestens 16 Mann. Wenn du mit anderen ein Schiff bauen willst, so beginne nicht mit ihnen Holz zu sammeln, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. So hat es der Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry ausgedrückt. Mit der Lisa von Lübeck machten 350 Freiwillige den Traum vom Nachbau eines Hanseschiffes wahr. Die Krawel ist mit 36 Metern Länge weniger wendig als moderne Segelschiffe. Charlie Brüser fuhr mehr als 50 Jahre lang zur See. Die Lisa, ein schöner Abschluss seines Berufslebens als Kapitän. Wenn man mal lange Zeit nicht mehr am Wasser gewesen ist, in den Bergen oder auch sonst wo, wo einem diese Weite und dieser Geruch fehlt, wenn man dann wieder an der Küste ist, dann spürt man also eine innere Verbindung zu diesem Element.
Und wenn man seine ganzen Jahre damit verbracht hat, unter Segeln zu arbeiten, dann hat man ein Verhältnis zum Wasser, das ist kaum zu beschreiben. Das ist überhaupt das Ding meines Lebens. Die Route führt nach Osten, entlang der 4 Kilometer langen Steilküste, dem Brotener Ufer. Dann Travemünde. Hinter einem Hotelhochhaus liegt ein legendärer Viermaster, die Passat, einer der letzten Großsegler für die Passage rund um Kap Horn. In den 1950er Jahren wurde sie zum Schulschiff umgebaut. Große Fähren ziehen am Horizont vorüber. Sie kommen aus Schweden, Finnland und dem Baltikum. Heute ist Travemünde der größte Fährhafen Deutschlands. Am Fischereihafen von Travemünde sticht Georg Conradi mit seiner Crew in See. Die Männer begleiten einen Verstorbenen auf seiner letzten Reise. Wir gehen über Steuerbord in die Trave rein. Ja? Georg Conradi ist Architekturprofessor und pflegt außerdem noch eine alte Familientradition. Wie sein Vater und sein Großvater bietet er einen würdigen Abschied auf dem Meer. In unserer Familie machen wir das Bestattungswesen in der dritten Generation. Wir haben ihm hier das besondere Ambiente geschaffen mit Seebestattung und der Segeln. Und das unterstreicht sozusagen diese Verbundenheit mit den natürlichen Elementen noch mal mehr. Also auf das Meer zu fahren mit Hilfe des Windes unter Benutzung von klassischen, traditionellen Segelschiffen. Die Zeremonie beginnt mit dem Umfüllen der Asche von einer Transporturne in eine Urne aus Pappmaché. Die löst sich im Wasser schnell auf und entlässt die letzten Überreste ins Meer. Meine persönliche Bindung zum Meer ist natürlich eine zutiefst emotionale. Unnötig zu sagen, dass man als Fischegeborener natürlich eine Affinität zum Wasser hat. Und nicht zufällig finde ich also hier sozusagen in der Mitte meines Lebens wieder ans Wasser. Immer mehr Menschen wählen eine Seebestattung, viele aus ganz pragmatischen Gründen. Ein Grab auf See verursacht keine laufenden Kosten und muss nicht gepflegt werden. Der Gaffelkutter nimmt Kurs auf den unreinen Grund, eine Art Friedhof, auf dem Ankern und Fischen verboten ist. So, und den Spruch dazu, Sünd in the Sails und Schum von Steven, das ist Lachen, das ist Leben. Das ist also ein gutes Motto für den Wunsch des Verstorbenen nach einer Seebestattung unter Segeln. Die Menschen wählen Seebestattung, weil sie sich natürlich ganz stark mit der See verbunden fühlen. Letztendlich stammen wir ja alle aus dem Wasser, sozusagen aus dem Wasser kommt alles, ins Wasser kehrt alles zurück. Es ist sozusagen der Schluss des ewigen Kreislaufes. So, lieber Harald, ewiger Wellenschlag auf und dahin, ewiger Wellenschlag, alles macht Sinn. Der Verstorbene hatte keine Angehörigen mehr. Harald, Wasserschutzpolizist in Lübeck. Als Apnoe-Taucher zog es ihn immer wieder in die Tiefe und dort wollte er beigesetzt werden. Jeder Mensch ist ja so eine Individualität und bedarf auch eines würdigen Abschiedes. Das ist eben auch unsere Aufgabe als Seebestatter, damit die Menschen wissen, dass sie bei uns
wirklich in guten Händen sind. Georg Conradi würde für sich selbst eine Bestattung an Land vorziehen. Bei der Seebestattung bleibt kein Ort der Erinnerung an den Verstorbenen. Trost spendet die Weite des Meeres. Von Travemünde aus nach Mecklenburg-Vorpommern. Nichts erinnert mehr daran, dass hier bis 1989 eine Grenze war. Nahe der Küste, bei dem kleinen Ort Klütz, liegt eine der größten barocken Schlossanlagen an der deutschen Ostseeküste, Schloss Bodmer. Um 1730 ließ das niedersächsische Adelsgeschlecht von Bodmer das aus 13 Gebäuden bestehende Ensemble als Stammsitz erbauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss als Altersheim genutzt und verfiel. Reh- und Dammwild sind in diesem Teil der Ostseeküste verbreitet. Besonders in der Dämmerung kommen die scheuen Hirsche auf die Lichtungen zum Äsen. Manche Rudel haben bis zu 100 Tiere. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Natur vielerorts noch intakt und unberührt. Hier haben Tierarten überlebt, die anderswo in Europa ausgestorben sind. Nerze zählen zu den bedrohten Säugetieren. Ihr wasserabweisendes Fell wurde ihnen zum Verhängnis. Nun versuchen Tierschützer, den Nerz hier wieder auszuwildern. Mecklenburg-Vorpommern hat 4000 Kilometer Alleen. Die ältesten Bäume sind mehr als 250 Jahre alt. Das Wohlenberger Wieg. Nicht weit von hier liegt das Seebad Boltenhagen. Seit Graf von Bodmer hier seine Füße ins Wasser hielt, ist aus dem kleinen Fischerdorf ein Ferienort geworden. Seit 1913 sorgt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG, für die Sicherheit im Wasser. Elisa Kostürer ist seit 2004 dabei. Meine Eltern sind auch von klein auf an Rettungsschwimmer gewesen. Und irgendwann hat es sich dann ergeben, dass ich den Wasserrettungsdienst mache und bin jetzt eigentlich ziemlich glücklich damit und möchte das auch so schnell nicht wieder hergeben. Die Rettungsschwimmer überwachen von ihren Beobachtungstürmen aus den 4 Kilometer langen Boltenhagener Strand. Elisa Kostürer übernimmt am liebsten die Kontrollgänge. Ich wurde hier geboren, ich kenne das eigentlich nicht anders. Es ist schrecklich für mich, in eine Stadt zu gehen und dort die Abgase zu riechen. Es ist einfach schön, hier frei durchzuatmen und die Landschaft hier zu genießen. Boltenhagen ist eines der ältesten Seebäder an der Ostseeküste. Seit 1850 ein beliebtes Ziel für Urlauber. Damals quartierten sie sich noch bei den Bauern in der Umgebung ein. Elisa Kostürer muss die Gefahren sehen, bevor die Menschen um Hilfe schreien. Grundsätzlich kann die Ostsee sehr gefährlich sein. Die Unterströmung, die man nicht sieht, die man nur merkt und dann weggezogen wird und von oben wieder eine Welle kommt, sodass man wieder Wasser schluckt, ist halt sehr gefährlich. Kinder sitzen auf einer Luftmatratze, kriegen das nicht mit, dass sie immer weiter rausgehen und kommen selber nicht mehr zurück. In dieser Saison haben die Rettungsschwimmer in Boltenhagen schon 4 Menschen das Leben gerettet. Heute sind sie draußen unterwegs, weil der Wind ablandig ist. Das ist besonders gefährlich, denn alles wird vom Land weggetrieben. Wenn so ein Wasserball weiter draußen ist, dann versucht jemand hinterher zu schwimmen, übernimmt sich dabei und es kann zu einer Gefahr kommen. Deshalb versuchen wir dies zu vermeiden, indem wir diesen Ball wieder reinholen, damit nichts weiter passieren kann. Mit 15 Jahren schloss Elisa Kostürer ihre Ausbildung bei der DLRG ab. Seitdem verbringt sie jede Ferien als Lebensretterin am Boltenhagener Strand.
Man weiß, man muss hier Menschen helfen. Und einfach dieses Wasser hier und den Strand zu sehen, das ist einfach toll. Und dafür würde ich hier auch 3 Wochen sitzen. Also es ist einfach Urlaub. Vom Westen kommend überquert man ein Natur- und Vogelschutzgebiet, die Wismar-Bucht. Von hier führt die Reise nach Rerik. Im südlichen Zipfel der Bucht wurde im Jahre 1226 die Hansestadt Wismar gegründet. Die für die Hanse-Architektur typischen Giebelhäuser und Kathedralen bestimmen das Bild des mittelalterlichen Stadtkerns. Wismar hat seit 1990 die größten Holzlager der Republik. Das Holz kommt aus Nordeuropa und Russland. Nach der Wende lag ein riesiges Hafengelände der sowjetischen Besatzungstruppen brach, bis es ein Unternehmer aus Tirol nutzte. Heute werden bis zu 40.000 Stämme täglich zu Schnittholz oder Furnier verarbeitet und weiterverschifft. Auf halbem Weg nach Schweden liegt eine Messstation, die für die Bundesbehörden wichtige Daten zur Klimaveränderung liefert. Eik-Uwe Paap und seine Crew haben den Auftrag, die Station zu warten. Ein Job für Spezialtaucher. Taucher müssen sehr stark teamfähig sein. Niemand geht alleine tauchen, sondern nur im Team. Taucher müssen sehr belastbar sein und Stresssituationen gut handeln können. Alles gut? Nach 4 Stunden Fahrt haben die Taucher die Messstation im Meer erreicht. Als erstes wird Eik-Uwe Paap einen Kollegen runterschicken. 190 bar. Da das Wasser in der Ostsee auch im Sommer kalt ist, arbeiten die Männer in wasserdichten Trockentauchanzügen. Helm ist geschlossen und verriegelt. Die Vorstellung, unter Wasser Geld zu verdienen, begeistert viele Hobbytaucher. Doch wie so oft hat der Alltag mit den Träumen wenig gemein. Der Job ist auch so hart von der Arbeit her, sehr körperlich belastbar, dass man insgesamt fit sein muss, körperlich und auch seelisch. Die Messstation ist so lang wie ein Fabrikschornstein. 20 Meter davon sind unter Wasser. Die Station sammelt permanent Daten über die Ostsee, Temperatur, Salzgehalt und die Veränderung von Strömungen. Die Station selber ist wie ein Stehaufmännchen, wie eine Boje im Wasser angeordnet. Wir werden den gesamten Gründungskörper mit Hochdruck reinigen. Der Arbeitstaucher ist ständig mit dem Schiff verbunden durch ein dickes Kabel, das in seinem Helm endet. Das ist die Nabelschnur des Tauchers. Alles, alle Medien, Luft, Kommunikation, Video, alles kommt von oben. Die Flasche, die er auf dem Rücken hat, das ist seine Reserveluftmenge im E-Fall, wenn was passiert, dass er immer in Ruhe auftauchen kann. Pressluft befreit den Messkörper von Muscheln und anderen Meeresgetier. Dank der Live-Übertragung der Helmkamera des Tauchers wird jeder Handgriff oben überwacht. Eine Schicht dauert 2 Stunden, dann sind die Männer erschöpft. Ein Rettungstaucher steht immer an der Wasseroberfläche bereit, um dem anderen im Ernstfall helfen zu können. Eik-Uwe Paap übernimmt die nächste Schicht. Er taucht seit seiner Schulzeit. Beim Militärdienst wurde er Kampfschwimmer und später Berufstaucher. Heute ist seine Firma in Deutschland Marktführer und auf dem ganzen Globus gut beschäftigt.
Helm kommt. Der Helm ist für den Taucher das wichtigste Werkzeug. Es schützt ihn und es erleichtert ihm die Arbeit. So ein Helm wiegt über der Wasserlinie 12 Kilo. Unter Wasser sollte er eigentlich austariert sein. Der Helm ist das Herzstück der Tauchausrüstung. Helme wie diesen gibt es seit 1975. Sie ermöglichen das Tauchen selbst in vergifteter Umgebung, da der Taucher gar nicht mit Wasser in Berührung kommt. Die Helme werden überall da eingesetzt, wo Gefahren lauern. Eik-Uwe Paap will die Schweißnähte überprüfen, doch daraus wird vorerst nichts. Die Messstation ist stärker überwuchert als angenommen. Es wird noch Stunden dauern, bis sie wieder freigelegt ist. Das ist eine besondere Welt. Ich bin in einem fremden Medium. Normalerweise schwebe ich ja, wenn ich gut austariert bin als Taucher. Ich bin also in einem schwerelosen Raum, wo ich fast nichts höre, außer natürlich Maschinenschiffsgeräusche und ähnlichen Dingen. Ich bin in einer besonderen Umgebung und habe eine besondere Arbeit zu machen. Und das ist sehr reizvoll. Eine sichelförmige Sandinsel, Kieler Ort genannt. Ein Sturm hat sie vor 30 Jahren vom Festland abgetrennt. Dahinter liegt eine geschützte, flache Bucht, die aufgrund ihres ungewöhnlich hohen Salzgehaltes Salzhaff heißt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren hier sowjetische Truppen stationiert. Heute ist die Halbinsel Landschaftsschutzgebiet. Das Salzhaff hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Anziehungspunkt für Kitesurfer entwickelt. Natur und moderne Technik sind hier am Salzhaff kein Widerspruch. Im Spätsommer, wenn geerntet wird, liegt schon frühmorgens der Duft des Getreides über den Feldern. Steilufer, Wald und Felder geben dieser Gegend ihr Gesicht, romantisch und verträumt. An der nordöstlichen Spitze des Salzhaffs liegt Rerik, ein Fischerdorf. Während die meisten Menschen noch schlafen, herrscht hier schon reges Treiben. Vater und Sohn fahren hinaus auf die Ostsee. Es ist ein sehr schwerer Beruf, auch heutzutage noch. 8-Stunden-Tag ist da sowieso nicht. Da kommen in der Woche eher 70 bis 80 Stunden zusammen. Ja, wenn es einen aber gepackt hat, dann lässt es einen auch nicht mehr los. Seit 1957 ist Wolfgang Scheller Fischer. Den ersten Urlaub nahm er nach 15 Jahren wegen seiner Tochter. Seine Kollegen fanden das seltsam damals. Sie hatten noch nie Urlaub. Man muss schon eine Achtung vor dem Meer haben. Achtung und Liebe auch. Ganz bestimmt Liebe auch. Das sieht immer wieder anders aus. Wenn man nach vorne guckt, da sind die, ist das Licht anders, als wenn ich mich dann umdrehe. Immer wieder schön. Vieles hat sich verändert in seinen 50 Jahren Ostseefischerei. Das politische System, die Technik und die Fangquoten. Schellers Kutter ist heute mit moderner Technik ausgestattet. Der Autopilot findet den Weg, das Echolot spürt die Fische auf. Früher zog der Fischer den Fang mit Muskelkraft aus dem Wasser,
Heute holen Hydraulikwinden die schweren Netze an Bord. Das ist das Ding, was den Fischern jetzt das Heile Kreuz erhält. Fischer in meinem Alter haben grundsätzlich alle ein kaputtes Kreuz. Technik ist schon viel wert. Allerdings, alles Gute ist nicht beieinander. Heute haben wir keinen Fisch mehr. Als Wolfgang Scheller anfing, war der Dorsch hier der meistgefangene Fisch. Doch die Bestände gingen dramatisch zurück. Die EU verhängte Fangverbote. Die Unterwasserwelt der Ostsee ist empfindlich, denn der Sauerstoffgehalt ist gering. Als ich anfing, da habe ich 800 Meter Netze ausgelegt. Heute legen wir bis zu 10 Kilometer Netze aus. Das war zu Anfang denn zwar so, dass wir auch mehr Fisch hatten, aber inzwischen ist es eben noch weniger, als wie ich früher mit meinen 800 Meter Netzen hatte. Mit einem bescheidenen Fang von 75 Kilo Fisch geht es zurück nach Erik. Ein Drittel ihres heutigen Fangwerts kostet der Bootsdiesel. Ausfälle können sich die Schellers nicht leisten. Wir haben bei uns im Kutter eine Bünd drin. Das ist ein Laderaum, der wassergefüllt ist mit vielen Löchern, wo das Wasser dann immer durchströmen kann. Und da können wir dann immer Nachschub an frischen Fisch holen. Und wenn dann mal ein Dachsturm ist, können wir den damit auch überbrücken. Haben praktisch jeden Tag frischen Fisch im Angebot. Damit sie überhaupt über die Runden kommen, haben sie eine Räucherei eröffnet, wo sie ihren selbstgefangenen Fisch verkaufen können. Das kommt nun so weit, dass sich der Beruf des Fischers gar nicht mehr so recht lohnt. Also mit meinem Sohn endet die Tradition. Die beiden Schellers sind von nachts um 1 bis abends um 5 auf den Beinen. Um 19 Uhr ist normalerweise schon Bettruhe für sie. Sie leben für ihre Arbeit. Ich sage immer, der menschliche Körper ist für die Arbeit geschaffen. Ich könnte ohne Arbeit überhaupt nicht sein. Für mich ist das so ein erfülltes Leben hier. Die nächste Folge beginnt auf dem Dars. Hier werden Traditionen von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn meine Tochter mit dem Kindergarten hier durch den Ort geht, dann habe ich schon gehört, dann ist sie ganz stolz und sagt ihr, die Tür hat Papa gebaut. In Ahrenshoop pflegt man einen sportlichen Brauch. Einige Männer haben es schon geschafft, zweimal hintereinander Tonnenkönig zu werden. Und das wäre schon doch schön, wenn eine Frau das auch schaffen könnte. Das würde eine Menge beweisen. Taucher räumen den Weg frei für die Ostsee-Pipeline. Mit 5 Jahren hat mich schon meine Oma hier hochgeschleppt. Und seitdem kenne ich eigentlich nur Wasser.